freue mich riesig über diese Geschichte, die Andrea sich kreiert und generiert hat. Stand heute wissen wir, es ist deine Geschichte. Es ist deine Geschichte. Am Anfang hast du sie noch nicht zugewählt, aber mit der Zeit wurde es klarer und klarer, dass du die Frau bist, die Entscheidungen in ihrem Leben trifft, ganz alleine. Ganz alleine, ja, und dass die Frau die Entscheidungen treffen muss. Und Ultramind Experience. Insgesamt war Ultramind, glaube ich, ein Jahr, gell? Ein Jahr, ja. Ultramind und vorher hast du die Ausbildung gemacht zum Master of Divine Healing, dann hast du die Ausbildung gemacht zum Master of Divine Design Energetics, dann die Foundation, dann das Bigger Game und dann ein Jahr Ultramind. Und Business Academy. Genau, Business Academy hast du auch noch gemacht. Und du warst quasi nonstop 2 Jahre in einem Mentoring mit mir. Warum? Ich glaube, das wollen alle wissen. Okay, warum? Warum? ich habe im ersten Video ein Match gespürt. Damals wusste ich zwar noch nicht, was ein Match ist, aber ich wusste im ersten Video, die Frau, die hat recht, die Frau, die kann mir weiterhelfen. Und es hat, Stand heute, sage ich, es hat einfach energetisch gematcht, wo ich gewusst habe, bang, genau die Frau habe ich gesucht. Also meine Reise hat ja da vorab schon viel, viel länger gedauert. Ich habe schon viel ausprobiert auf verschiedenen Kanälen, auf verschiedenen Ebenen. Ich hatte sogar, das ist mir heute mal eingefallen, ich hatte schon mal so ein Probegespräch beim Coach, wo mir gedacht habe, nein, der bringt mich nicht weiter, der spricht in mir das nicht an, was ich haben will, oder? Es herrscht keine Erfüllung, wenn ich mit dem rede. Und dann bin ich ja eines Tages, ja, ich glaube, es ist jetzt wirklich genau 2 Jahre her, es war auf alle Fälle September, bin ich da auf dieses Video gestoßen und ich habe mir gedacht, wow, das ist die Frau, die habe ich gesucht. Ich habe aber gesagt, das ist das letzte Programm, der letzte Kontakt, wo ich bezüglich Gesetz der Anziehung, Annahme, was auch immer machen werde. Entweder es funktioniert jetzt oder mein Leben bleibt einfach so, wie es ist. Also das war auch von mir eine ganz klare Entscheidung. Ich mache jetzt nochmal was. Damals standen die Programme noch gar nicht zur Diskussion, sondern es gab da mal ein Live auf Facebook, wo ich mit dir sprechen konnte, das weiß ich noch. Dann hat sich der Divine Healing-Ausbildung gleich angeboten und das war aber für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich investiere nur einmal in mich. Wenn ich dann nicht weiterkomme, dann war es das. Und ja, ich bin schon im Divine Healing, das waren 3 Sessions, glaube ich, konnte ich gleich erste Erfolge feiern. Ich konnte es zwar nicht verstehen, also ich habe das Gesetz bis dahin nicht verstanden. Ich habe einfach meine Hausaufgaben umgesetzt und habe da dann wirklich total tolle Erfolge schon nach der ersten Sitzung erzielen können. Und da wusste ich, ich will alles. Also die Entscheidung, die habe ich eigentlich im Divine Healing Ausbildung getroffen für mich. Ich will alles. Egal, was ich machen muss. Ich habe so oft gesagt, ich mache alles. Aber ich will alles. Ich will dieses tolle Leben. Ich will einen Traum haben. Ich will ein Traumbusiness. Ich will reich sein. Ich will gesund sein. Ich will alles. Und ich war bereit, dass ich wirklich all in gehe. Natürlich bin ich nicht 2 Jahre all-in gewesen, ich habe mir auch meine Auszeiten gönnt und ich glaube, das ist auch nötig, dass man wieder zu sich kommt, aber ich bin immer wieder Vollgas eingestiegen. Und ja, jetzt so am Ende von die 2 Jahre würde ich sagen, dass das Leben spielt jetzt noch meine Regeln in alle Bereiche. Wenn ich es jetzt in einem Satz sagen muss, ich schweife gern aus, aber wenn ich es in einem Satz sagen muss oder darf, das Leben spielt jetzt wirklich in alle Bereiche nach meine Regeln. Und das ist doch das göttlichste Geschenk, wo man kriegen kann. Das ist der goldene Schlüssel.
Das ist der goldene Schlüssel. Und jetzt will natürlich jeder den goldenen Schlüssel. Du hast mir mal gesagt, wenn du mir gesagt hättest, wie das, oder was hast du gesagt? Ich weiß nicht mehr genau. Wenn du mir gesagt hättest, was da alles noch dahinter steckt, weißt du nicht, ob du so begeistert gewesen wärst von Anfang an, dass es wirklich auch diese Tiefen hat und dieses Harzige, das kam dann auf, oder? Jetzt, ich sag mal, wir reden mal ganz da offen drüber. Der Weg ist kein Spaziergang. Es ist ein harter Weg. Ich sage so oft, ich bin mir sicher, allein kann man den nicht gehen. Allein, also ich selber, obwohl ich sehr zielstrebig bin, ich wäre an viele Punkte gescheitert, weil man es einfach oft nicht sieht, was steckt wirklich dahinter. Oder ich sage mal, da ist das Problem und dann schält man vielleicht die erste Schale runter. Aber das war eigentlich immer falsch. Am Anfang habe ich immer falsch tippt, was dahinter steckt, sondern es steckt ganz was anderes dahinter. Deshalb bin ich ja heute wieder der felsenfesten Überzeugung, allein dauert der Weg, wenn dann, wesentlich länger. Und ich bin mir nie sicher, ob man zum Kern kommt, weil ich meine, ich war so oft am Boden. Ich habe geweint, ich habe die Welt verflucht. Und wenn jetzt da du nicht meine Vision gehalten hättest, oder? Und nicht mit Kopf streicheln, sondern mit Zielgrad vorwärts gehen, mitziehen, weiter geht's. Aber auch einfühlsam, weil es waren ja teilweise sehr private Themen, also die, wo wirklich da Kummer und Sorge veranlasst haben, oder? Also wo er wirklich hart war. Es war nicht nur mein Liebeskummer, sondern es ging ja wirklich an meinen Kern, oder wirklich an mein Innerstes, an mein, ja, an meine Energie, an meinen Kern. Und das war halt immer die Mischung, vorwärts gehen, aber schon einfühlsam sein. Und ich meine, wir haben so viel erlebt, meine Mutter war krank, es ist so viel passiert, wo wirklich schlimme Themen waren, oder? Wo ich ja froh war, dass ich die an meiner Seite gehabt hätte, weil genau in solche Situationen ist halt die Gefahr verdammt groß, dass man aussteigt. Und ich habe mir das auch gedacht, Schluss aus, jetzt ist wieder was passiert, ich habe keine Lust mehr, es funktioniert nicht, ich steige jetzt aus, oder? Und ich meine, es ist wirklich so, es ist kein Zuckerschlecken und es waren harte Jahre und es waren auch im Ultramind noch mehr oft Momente dabei, wo ich gedacht habe, Mann, gibt's doch gar nicht. Aber der Wille war da, die Begleitung war da, dass ich vor allem aus dem Loch wieder rauskomme oder aus meiner Tiefe, wo der Mensch, glaube ich, grundsätzlich eher der ist, wo sagt, ich steige jetzt aus. Du hast jetzt zum Abschluss vom Ultramind, hast du ja noch so ein geiles Video gemacht, wo du einfach gesagt hast, Scheiße, ich bin jetzt echt angekommen. Und zwar genau rechtzeitig zum Ende des Ultraminds bin ich angekommen in meinem Divine Design. Jetzt fragt sich wahrscheinlich jeder, wie hast du das gemerkt? Ich habe das gemerkt, es war wirklich ein Switch. Es war, glaube ich, die letzte Ultramind-Session, wo ich gewusst habe, okay, jetzt geht's allein mal weiter. Jetzt habe ich nicht mehr meinen Welpenschutz, oder? Ich kann machen, was ich will. Patricia, die reitet mich schon raus, die sagt mir, wie es geht. Jetzt gehe ich erstmal wirklich allein auf die Bühne des Lebens. Ich kann nicht mehr fragen, sondern ich bin jetzt ganz allein der Manager von meinem Leben. Und da ist irgendwie dieser Switch passiert. Ich habe auf einmal diese wahnsinnige Kraft in mir gespürt, diese felsenfeste Verankerung in mir. Ich bin sehr, sehr ruhig geworden, so besonnen ruhig. Und ich weiß jetzt, dass alles im Leben nach mir geht, dass alles nur reflektiert, dass alles nur Hinweis ist, dass ich es jederzeit ändern kann, dass nichts unmöglich ist. Das kam da, wo ich, glaube ich, meine Rolle zu 100% angenommen habe, weil ich muss die Rolle jetzt annehmen, eben weil es gibt nicht mehr, wo ich jeden Tag fragen kann, sondern ich bin jetzt der Manager von meinem Leben. Ich habe alle Tools gelernt, wo es gibt. Ich bin jetzt selber Coach, Mentor und ich kann das. Ich habe mir immer gesagt, du kannst das jetzt. Du brauchst jetzt nicht mehr jeden Tag
wo du Fragen stellen kannst, stell dir deine Fragen selber, beantworte dir selber, weil die Antwort, die ist da. Das haben wir ja während der ganzen Reise immer wieder erfahren dürfen. Aber klar, ich habe immer gewusst, wenn sie gerade nicht lösen kann, dann komme ich zu dir oder ich komme in Ultramind-Gruppe, dann wird das gelöst. Und für mich war das so der letzte Schnipp. Ich kann das jetzt, ich manage das jetzt und jetzt geht es wirklich nach meinen Regeln, weil ich habe das jetzt gemacht, weil ich mein Traumleben, mein Wunschleben leben will auf dem Level, wo ich jetzt komme und jeden Tag ein Level mehr und dieser Zustand ist blieben. Also ich bin völlig unberührt vom Außen. Wenn sie was zeigt, was mir nicht gefällt, denke mal gut, danke für den Hinweis. Was denke ich gerade, was habe ich gerade für Energie, wie will ich es haben? Meiner Meinung nach die Frage, wo viel zu oft vergessen wird, wenn man was sieht, was man nicht haben will, dass man nicht in der Energie bleibt, sondern dass man sich einfach fragt, okay, was hätte ich denn jetzt gern, wie schaut das aus? Und du hast tatsächlich jeden Lebensbereich bearbeitet? Jeden, ja. Jeden Lebensbereich, jede Lebenssituation, die wichtig war zum Erkennen und zum Verstehen, wer du warst, als es passiert ist und warum es passiert ist. Und nachher hast du es transformiert und siehst es jetzt ganz anders. Du siehst dein Leben ganz anders, du siehst deine Vergangenheit ganz anders, du siehst deine Familie ganz anders. Ja, also es war wirklich jeder alles. Leben, alles. Und das geht eben auch nicht, das habe ich auch gelernt, ich kann nicht nur einen Bereich in meinem Leben ändern, weil ich bin ja alles. Das ist vielleicht auch noch was, ich habe das Ich Bin angenommen, ich bin die Welt, ich bin das Leben, ich habe nur mich, oder? Und da gibt es keine Abspaltung davon, dass ich die bin, die jetzt eine Traumbeziehung lebt, aber auf der anderen Seite ja, null erfolgreich im Business hat und krank ist, das geht nicht. Ich bin, entweder bin ich Divine Design oder ich bin es halt nicht, oder? Und am Anfang kommt ja jeder mit seinem Special-Thema, sei es jetzt ein Traummann, sei es Geld, ist, glaube ich, das meiste, was ich die 2 Jahre mitgekriegt habe. Aber ich kann nur alles sein oder nichts. Und eigentlich bringt mir die spezielle Situation, wo mich gerade leiden lässt, wo ich gerade am Anschlag bin, die bringt mich auf die Reise. Aber im Laufe der Reise lerne ich dann, ich will doch alles haben. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn ich die Wahl habe, will ich ja nicht nur einen Traummann haben, sondern ich will auch Geld haben und ich will auch Erfolg haben und ich will mich, vor allem, ich glaube, das ist das Ziel von jedem. Ich will mich ausdrücken in der Welt, ich will mich verkörpern, ich will mein Sein weitergeben oder ich will ein Teil von der Welt sein, die was besser macht. Also das ist auch nur so neu geworden. Ich will das sein und ich will es nach außen tragen und zwar in alle Bereiche, wirklich in alle Bereiche. Und im Laufe der Zeit haben sie dann auch für die Bereiche ganz andere Fragen gestellt, oder? Weil als ich kam, mein einziges Ziel war, ich will ein Date mit Mr. X. Ich will ein Date. Ich meine, mittlerweile mich interessiert kein Date mehr, oder? Sondern ich habe meinen Traummann mit Divine Design Werte gefüllt. Ich will, dass mich der inspiriert. Ja, wie kann so Inspiration ausschauen? Ich will mit dem tolle Gespräche führen. Ich will, dass der auch auf der Divine Design Welle ist. Ich will mit dem außergewöhnliche Erlebnisse haben. Was ist außergewöhnlich? Ja, wenn man es spontan macht, wenn man Sachen macht, wo man noch nicht kennt, dass man gemeinsam die Welt erobert, dass man einfach immer Spaß hat, oder? Und die Fragen, was will ich denn, oder? Die haben sie auch geschält, oder? Ich will nicht ein Date, ich will nicht mit dem zum Essen, ich will nicht mit dem zum Kino, weil wenn ich nicht die Traumfrau bin, die Weindesignfrau, dann bringt mir das nichts. Und ich hatte ein Jahr lang Dates und jetzt mal wieder gesagt, nein. Und das war halt auch die Erfahrung, oder? Und jetzt habe ich da mein Werkzeugkasten, ich habe die ganze Palette. Und jetzt habe ich im Moment gerade so Freude dran, dass ich wirklich das so, was heißt denn Inspiration für mich oder was inspiriert mich, was begeistert mich, wie will ich das dann vervielfachen mit einem Partner oder was will ich denn mit meinem Geld, wer ist Geld für mich, wie gehe ich mit dem um, was mache ich mit dem, wenn es da ist. Das muss ich mich sorgen, oder? Weil wenn ich jetzt das Geld alles habe, dann muss ich mich um das ja kümmern. Das muss mich auch inspirieren, begeistern. Ich muss lieben. Also eigentlich
muss ich meine Divine Design Werte oder die, wo mir wichtig sind, auf alle Bereiche umlegen? Oder wer ist meine Mutter, wer ist meine Familie, was ist mein Beruf? Also mittlerweile, obwohl ich nur angestellt bin, fühle ich mich selbstständig im Angestelltenverhältnis, weil ich mich einbringe. Ja, das ist mein Kompromiss. Weil du dein ganzes Unternehmen eigentlich energetisch managed. Ja. Also das war eine ganz tolle Erfahrung letzte Woche, wo ich mir gedacht habe, ich bin selbstständig im Angestelltenverhältnis. Jeder findet es toll, jeder begeistert sich für das. Aber nur, weil ich jetzt einfach mich rein begeistern kann, ohne Störfaktor. Ich kann mein Ding machen, weil ich weiß, wie ich es haben will. Und ich will nur so viel mehr. Und weil du weißt, du musst nichts verstecken, du musst vor nichts Angst haben. Es kann dir nichts passieren, niemand kann dich ablehnen, niemand kann dich zurückweisen und du darfst sein, wie du willst, du darfst sagen, was du willst, du darfst haben wollen, was du willst und es gibt nichts, was dagegen steht. Ich kann alles sagen, ja, das war mal so ein Wow-Erlebnis oder im Ultraman kommen wir hin, weil eine Anfangsübung war immer, du kannst das aussprechen, wenn es Divine Design ist und ich habe mir gedacht, ich sage das nie, niemals, ich habe mir gedacht, der Punkt kommt nie. Aber eben, wenn ich dann durch die Selbstliebe oder immer mehr zu der Frau bin, ich bin toll, ich bin Erfolg, ich werde niemals abgelehnt, ich bin willkommen, ich habe die tollsten Ideen. Wenn ich das jeden Tag übe, in Videos, in, weiß ich nicht, Nachrichten, Voice-Nachrichten, dann irgendwann schwappt die Welle über und dann stehe in dieser 3D-Welt und ich kann das sagen, weil ich von mir sowas von überzeugt bin und ich bin nie gescheitert dran. Egal in welchem Bereich, ich habe geübt. Mittlerweile kommt es von selber, ich will es aussprechen, ich muss nicht üben, sondern ich will das aussprechen. Und es kommt nur positives Feedback, ganz egal, was ich sage, oder wo ich mir früher gedacht habe, das geht ja nicht. Aber eigentlich Zukunft, nur weil es noch nie da war, heißt ja nicht, dass es nicht geht. Es hat halt einfach noch nie einer die Idee gehabt, dass es so geht. Und eben, und es stimmt wirklich, wenn ich hinter mir stehe, hinter meinen Ideen, dann will ich es sogar in die Welt tragen. Ich muss das in die Welt tragen und ich will immer weitergehen. Und das Krasseste, was du jemals gemacht hast, ist, du hast wirklich vor deiner ganzen Crew in deinem Business, hast du deine Wahrheit gesagt, was du willst, wer du bist, auf alles hast du gesagt. Ja. Und alle waren begeistert. Ja, begeistert. Alle waren begeistert. Und das war, glaube ich, so für dich so das Ding, wo du gesagt hast, scheiße, wenn ich das sagen kann, wenn ich wirklich so, so, so authentisch sein kann und mein Innerstes einfach vor nicht nahestehenden Menschen, sondern vor Geschäftspartnern einfach ausdrücken darf und kann und Begeisterung ernte. Was soll mich jemals stoppen? Ja, das war so der Startschuss für so ein Erlebnis. Also sage ich jetzt mal, oder, dass ich es in alle Bereiche leben kann, dass ich ohne Maske einfach nur ich dastehen kann und meine Ideen, meine Meinung, die Sachen, wo ich toll finde, wo jeder wissen darf, dass ich die toll finde, dass ich dastehe und ich sage das. Und eine Zeit lang habe ich... Und du überhaupt nicht überlegst, wie es die anderen finden. Na, weil das wollte ich jetzt gerade sagen. Früher habe ich mir gedacht, mir ist egal, was andere von mir denken. Mittlerweile denken wir, jeder ist begeistert von dem, was ich vorhabe. Das ist ja auch noch mein Next Level. Dass ich nicht übe und denke mir, ja, denen ist das wurscht. Sondern ich gehe mir ist es wurscht oder die können mich blöd finden. Next Level ist zu wissen, dass jeder begeistert davon ist. Und es ist so eine Tour, wo dann entwickelt sich Momentum, weil dann gehe ich jeden Tag vor die Menschen, sei es in der Arbeit, das ist ja meistens, oder vor Freunden, stehe da und sage, wow, was bin ich für ein toller Mensch, wie inspirierend bin ich, die Ideen habe, ich bin überzeugt, es funktioniert, mich begeistert der Mensch, mich begeistert die Idee. Und es ist so, die wollen immer mehr, oder? Du ziehst die mit, oder? Die sind auf einmal in dem Strudel, wow, 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 oder im Strudel des Wahnsinns schon fast, wo man sagt, ja, es geht mehr, es geht mehr, es geht mehr. Und es herrscht
Freude, es herrscht so eine Energie von Taten. Ich habe im Moment so viele Anleiher, dass man mir jetzt schon denkt, Management, 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 weil es einfach kommt. Die Idee passiert im Kopf, sobald ich das ausspreche, schieße ich das los. Und wenn ich überzeugt bin, dass das so umgesetzt wird, wie ich das haben will, bei manchen Ideen habe ich auch nicht gewusst, wie die umgesetzt werden sollen, dann habe ich einfach die Frage losgeschickt, ich habe eine Idee, wer kann helfen, dann sind Helfer gekommen, oder? Und du machst aus jeder Idee, aus jedem Wunsch, aus jeder Passion, sind zig Leute da, die umsetzen. Für mich, oder? Und ich bin da und manage, gebe meine Inputs und jeder schaut, dass ich es verwirklichen kann. Und du hast auch so eine geile Geschichte erlebt, wo du tatsächlich, du hast viele geile Geschichten erlebt, aber wo du tatsächlich gesehen hast, ich sage den Menschen, was sie denken sollen. Ich sage den Menschen, dass sie mich wollen und dass ich das wert bin. Und ein Kunde wollte ja wechseln quasi. Ja, ja, die Geschichte. Weil er ein besseres Angebot hatte finanziell. Ja. Und du hast gesagt, ich bin es wert. Der zahlt gerne mehr für mich. Ja. Und das ist einfach das. Ich muss dann dieses Selbstgespräch führen, wirklich aussteigen, stopp, was will ich gerade? Er ist mein Outpush-Preis, okay, sehe meinen Wert gerade noch nicht. Ich meine, er hat die tollste Beraterin, die wo sie einsetzt, die coole Ideen hat, die sein Portfolio managt, die den weiterbringt, weit mehr als ich müsste. Sehe ich gerade meinen Wert nicht, dann habe ich mir gedacht, ja, anscheinend nicht. Also wieder rausgestiegen. Ich habe mir gesagt, hey, ich bin das Tollste, was dem passieren kann, geschäftlich. Ich habe so tolle Ideen, so inspirierende Ideen. Ich bringe ihn als Mensch weiter, privat und geschäftlich. Und ich muss mir das halt dann so lange sagen, bis ich es glaube. Und ich springe dann da, eben wir haben da die Weinjumps gemacht. Ich muss halt dann springen, bis mein Verstand das glaubt. Und ich da sitze und sage, jawohl, jetzt bin ich vollkommen überzeugt. Der kann nur bleiben. Die einzige Wahl, wo der Mensch hat, der kann nur bleiben. Und dann ist das Fantastische passiert. Der hat schon einen Teil von seinem Depot wegtransferiert. Und es geht ja da fast um 2000 Franken an Gebühren, wo die andere Bank günstiger ist. Und ich habe es dann auch weggeschickt. Ich habe mir gedacht, der muss bleiben, weil ich spüre. Das geht nicht. Na, und auf einmal ruft er an und sagt, stoppen Sie sofort den Aktientransfer, stoppen Sie den, ich will nicht zur anderen Bank, ich will bei Ihnen bleiben. War eine Sache, ich weiß gar nicht mehr, vor 2 Tagen maximal. Von maximal. Und der saß am Montag, saß der bei mir in der Bank und hat gesagt, ich will sofort, dass diese Aktien wegtransferiert werden. Er hat bei der anderen Bank schon das Depot gemacht. Der hat mir die Depotgebühren geschickt. Also es war nicht ein Bluff von ihm, sondern ich habe die schwarz auf weiß gehabt. Ich habe selber recherchiert. Er hat nicht gelogen. Es war kein Bluff, weil er es günstiger haben wollte, sondern verständlicherweise, wenn ich nur Gebühren anschaue, würde ich auch gehen. Aber dann habe ich geübt, was wäre ich bitten. Erstens, ich bin ein Schöpfer, der kann nicht gehen, wenn sie nicht zulässt. Wenn ich von mir überzeugt bin, dann bleibt der. Und ich habe dann halt angefangen. Dann ist es auch für ihn das Allerbeste. Und das kann es ist für ihn das Beste. Also das ist immer ein Ausgleich. Oder warum soll er bleiben, weil es für ihn das Beste ist? Weil ich gut bin, ist für ihn gut. Weil ich weiß, ich bringe den weiter, weiß er, dass ich ihn weiterbringe. Und ich bin halt der Mensch, das Tool haben wir einmal entdeckt, ich muss halt reden. Und ich habe jedem erzählt, wie toll das ist, wenn der bleibt. Weil ich mache so viel für den, ich habe nur so coole Ideen für das Portfolio und ich muss halt reden und dann glaube ich das. Und dann glaube ich das und dann bringt mir niemand mehr davon ab. Und dieses Redentool habe ich auch relativ spät für mich nutzen gelernt, aber seitdem ist steil bergauf gegangen. Dass ich jedem von meinen Ideen erzähle, ich erzähle es jedem. War am Anfang auch Hemmschwelle, aber ich habe es jedem erzählt, was ich vorhabe, was ich will. Arbeitspensum, Geschäft, ich will der tollste Berater der Bank sein, ich bin der erfolgreichste Bankberater in der Bank. Und die haben es geglaubt und es zeigt sie so. Und locker leicht. Die unterstützen dich ja sogar noch jetzt bei deinem eigenen Coaching- und Mentoring-Business. Ja. Die wollen ja, dass du das weitermachst. Auf alle Fälle.
Und du hast nichts, reinen Tisch. Es gibt nichts mehr, was du versteckst, was irgendjemand nicht über dich wissen darf. Na. Und das ist so essentiell, das darf nichts mehr da sein. Wo ich das ist eigentlich der goldene Schlüssel, ja. Das wirklich zu wissen, ich bin klar, ich bin clear, ich bin clean. Ich muss nichts verheimlichen, nichts verstecken, nichts drehen, nichts manipulieren, nichts kontrollieren. Ich bin hier, ich sage, wie ich es haben will und ich weiß, dass ich gut genug dafür bin. Ja. Fakt. Und an dem Punkt fängt es dann eben an, wirklich krass zu laufen in allen Lebensbereichen, wo man dann plötzlich denkt, shit. Ja. Scheiße. Wow. Wer sind denn die Menschen und wieso ist der jetzt anders? Und alle sind plötzlich wirklich begeistert von mir und von sich selber. Das ist ja, ja das Schönste. Jeder Mensch, der von mir begeistert ist, muss von sich selber auch begeistert sein. Ja, und vor allem dann geht es locker leicht. Also ich meine, du weißt, ich habe viele Anstrengungen unternommen und Umwege am Anfang, oder? Weil ich was außen ändern wollte. Aber wenn du mal erkennst, dass du Sonne, ich stelle mir mal Sonne vor, die strahlt in alle Richtungen. Wenn ich das bin, dann ziehe ich alles an. Ich ziehe alles in mein Feld, was ich haben will, wie ich es haben will. Und solange ich im Divine Design brenne, strahl, was auch immer, es kann gar nichts anderes kommen. Und wenn mal ein anderer kommt, ist das nur ein Hinweis. Bei mir ist oft der Hinweis, dass ich kurz vorm Kippen bin. Dann kommen oft so zweideutige Aussagen von Menschen. Aber mittlerweile weiß ich, das ist bei mir so, wo der Verstand wieder anfängt, irgendeine dumme Geschichte zu erzählen. Oder ich bin vielleicht schon kippt. Dann gestaltet sich aber jeder Bereich an dem Tag so. Das habe ich jetzt wirklich auch nochmal so analysiert. Wenn ich mit dem falschen Fuß aufstehe, dann ist mein Traum so, dann ist mein Job so, dann kriege ich irgendeine Rechnung, keine Ahnung, dann tun mir meine Zähne weh, dann tut mir mein Körper weh. Das heißt, alle Bereiche fahren dann runter in der Energie. Also es ist ja nur eine Energie und mein Leben in alle Bereiche zeigt sich immer nur in der Energie, wo ich gerade bin. Und auch wenn ich das mal für wahr sehen kann, muss ich halt abspringen, ausschneiden, war ein tolles Tool, dass ich sage, ist nie passiert. Dann gehe ich da wieder hoch und dann gehen alle wieder mit hoch. Und es ist wirklich nur energetisches Spiel, ausschließlich. Und das finde ich war sehr wichtig, dass man das für wahr annehmen kann, weil es außen zeigt sich oft schonungslos, dass ich wirklich aussteigen kann und sagen kann, es ist nur Energie. Ihr müsst das gerade so machen. Ihr macht das auf mein Befehl hin so. Das nimmt schon viel am Schrecken. Gut, bei Krankheit mit meiner Mutter, da war immer schwierig, aber auch das haben wir gemanagt, oder? Also wir haben auch da die Menschen die Gedanken an den Kopf gesetzt, was ein gesunder Mensch denkt, was Ärzte denken. Aber in alle anderen Bereiche, es ist nie was Schlimmes passiert, oder? Wenn ich das mal für wahr halte, sondern ich muss einfach nur wieder meinen Sender wechseln, meine Frequenz, meine Energie muss wieder eintreten in den Raum. Wir hatten jetzt mal das Gespräch im Divine Design, will ich gar nichts im Außen, sondern da will ich Energien spüren, oder? Da will ich Freude, Leichtigkeit, da brauche ich noch gar nichts vom Außen, sondern da will ich nur diese Energien in mir spüren. Und dann zeigt sich das im Außen auch sekundenschnell wieder. Ja, also ich kann einfach nur sagen, was alle anderen auch sagen, die die Reise von dir miterlebt haben. Auch jetzt viele, die im Rising Up sind und wo du dann auch nochmal dabei warst. Und das ist eine ganz andere Frau. Danke. Das ist eine ganz andere Frau. Und ja. Die wahrhaftige Version von dir, die keine Angst mehr hat, die keine Zweifel mehr hat, die weiß, dass sie gut genug ist, die weiß, dass sie alles wert ist, dass sie alles verdient hat, dass sie wirklich in keinem Mangel mehr steckt. Ja.
Und die weiß, dass quasi der Mangel künstlich entstanden ist durch irgendeinen Gedanken-Bullshit und die auch den rausfindet selber und transformiert. Und jeder, der meint, das geht um Shanti irgendwo so, der hat, das würde ich mal sagen, Meditation ist ein geiles Tool. Aber wenn du jetzt alle Tools hernimmst, die du kennst und die du anwendest, so mal das ein bisschen, mal das ein bisschen, so ein Potpourri, weil du weißt, es geht um die Energie, die ich verkörpere und ich muss jetzt einfach mit mir, mit diesen Tools arbeiten, um die zu sein, die alles ist, ist Meditation vielleicht 5%? Ja, also ich meditiere eigentlich nie, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, ganz selten. Nein, nicht auf diese Art und Weise, aber du meditierst. Nicht auf die Art und Weise, dass ich mir jetzt da hinsitze und irgendeine Musik höre mit Frequenzen, das gar nicht. Ich meditiere, indem ich aussteige, sei es im Bett oder ja, wenn ich Zeit habe, ich mache das auf dem Zug oder im Bus oder wenn ich mich nicht konzentrieren muss auf irgendwas und dann lasse ich diese Filme laufen. Ich lasse Filme laufen und mir macht das immer so Spaß. Also am Anfang waren es ganz viele Filme mit der speziellen Person. Da bin ich mit dem auf ein Date gegangen. Irgendwann habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt mal mit einem Fremden. Ich habe jetzt gerade mal ein Blind Date mit einem Millionär. Oder also wirklich, weil das ist ja auch was so wichtig ist. Ich muss meinen Verstand jeden Tag über Grenzen bringen. Weil sonst bleibe ich stehen. Das wollte ich auch nur sagen. Das ist das Wichtige. Zum einen, ich bin, dass ich da sicher bin und dass ich meinen Verstand jeden Tag trainiere. Und ich mache das halt durch diese, ja, Mind-Move, wie nennt man das ja nicht, Imaginierung vielleicht, oder? Dass ich mich wirklich da ausklinke und denke mal, wie wäre es, wenn ich jetzt mit einem Millionär, den ich noch gar nicht kenne, ich habe mit dem jetzt ein Date. Und dann kommen ganz viele Sachen vom Verstand. Ja, was willst du denn anziehen? Oh mein Gott, das. Und dann weiß ich, wow, da habe ich wieder Transformationspotenzial. Oder ich will unbedingt mehr um ganz tolle Produkte für sehr wohlhabende Menschen. Ich will das abschließen. Also, was brauche ich dafür? Ich muss wissen, wie das geht. Wie rede ich dann mit dem? Wie präsentiere ich das Produkt? Wie bringe ich das dem bei? Was begeistert mich an dem Produkt, dass der dann toll findet? Was ist das Begeisternde an dem Produkt? Und der kann mich heute anrufen, ich habe das parat, ich habe das durchgespielt. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Wenn ich alle Situationen schon durchgespielt habe, ich kann niemals überrascht werden vom Leben, niemals. Und wenn ich aber das schon geübt habe, wenn ich mich in verschiedenen Situationen kenne, dann ist es ja ein Déjà-vu, oder? Gibt es ja oft. Dann weiß ich, wie ich zu handeln habe. Und umso mehr, dass ich... Das ist auch so geil, oder? Ich generiere meine Déjà-vus selber. Ja. Die Déjà-vus kommen nicht irgendwo aus einer unterbewussten Angst oder einer Vorahnung. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, über den ich viel rede. Vor allem von Leuten, die meinen, sie sind hellsichtig oder sie nehmen etwas wahr, was da kommt. Aber ich muss immer wieder erkennen, es kommt da nichts, was ich wahrnehme, sondern ich nehme wahr, was ich sehe. Ja. Ja, in mir, imaginär. Und dann sagt man, ich habe ja gewusst, dass das mal passieren muss. Und wenn ich das aber Divine Design nutze, dann steht nichts mehr im Weg. Dann geht's. Und ich bin mittlerweile überzeugt, es geht limitlos. Ich kann auch alles managen, egal welchen Bereich, egal wie viele Menschen daran beteiligt sind, das richtet sich alles nach mir. Das richtet sich alles nach mir. Ich habe es dir vorher erzählt, ich habe einen ganzen Kurs verlegt auf das Datum. Du hast schon ganz schön viele andere Sachen verlegt und gecancelt und dann wieder umgebucht und was weiß ich nicht was. Ja. Also. Und da muss man mal damit bewusst werden, das bin wirklich ich. Das ist nicht jetzt Hurra, ist Zufall, toll gelaufen. Nein, das habe ich bewusst so erschaffen. Wie will ich es haben? An dem Datum passt es mir. Dann wird ein Kurs von, keine Ahnung, 10, 15 Leuten dorthin verlegt, wo ich das haben will. Das war heute meine Kreation. Was wollte ich noch sagen? Ja, was für mich eigentlich im Ultramind oder in deinem Coaching so speziell ist, das Live-Üben. Eben, ich gehe nicht in der Meditation,
sondern ich gehe ins Leben und ich übe da mit echten Menschen, mit echten Situationen. Und das ist eigentlich, ja, was mich rückwirkend auch so lachen lässt, oder? Weil du gehst hin, probierst die aus, es sind reale Darsteller da, es klappt nicht, du gehst in die Gruppe, stellst deine Frage, kriegst Hinweise, wie kann ich es besser machen, an was liegt es gerade bei mir? Ich gehe wieder ins reale Leben, in mein Spielfeld leben und ich sehe live, wie sie Umstände mit Menschen, wo ich jahrelang kenne, einfach ändern, weil ich ja andere geworden bin. Und das ist, glaube ich, das Wert, so, so wertvoll an deinem Coaching, an deine Kurse, dass ich nicht abgeschottet bin, nicht irgendwelche Rollenspiele mache oder mit fiktiven Teilnehmern, sondern ich gehe ins Leben, ich übe live. Die zu sein, die ich sein möchte. Die ich sein will. Und ich bin oft zu bestimmten Menschen gegangen und habe geübt. Und die sind aber mit mir gegangen. Ganz egal, wie ich am Vortag auftaucht bin, am nächsten Tag waren die, wo ich verkörpert habe, einfach als mein Outpush. Und das ist der Erfolg, glaube ich, weil ich muss nicht jetzt live üben. Ich habe jetzt nicht 2 Jahre Theorie gehabt und muss jetzt erstmal schauen, wie komme ich in der Welt dann mit echten Menschen zurecht, sondern ich habe das 2 Jahre lang geübt. Ich habe 2 Jahre mit denen gelernt. Und das ist ja, glaube ich, der ultimative Erfolg. Ich übe live. Live mit richtigen Menschen, mit Outpushes, die mir wirklich gnadenlos auch mein Feedback geben und transformiere auf der Ebene. Und das ist ja auch ein Booster, oder? Weil mit den Azubis macht man oft Rollenspiele, da bin ich der Kunde. Da werden die geschont. Und wenn der erste richtige Kunde kommt, dann bricht gleich mal alles zusammen, weil der andere Fragen stellt. Und so wäre es ja da jetzt auch, wenn ich da zig verschiedene Übungen machen könnte, nie live üben. Aber jeder Outpush, der mir begegnet ist, ist meine Reflexion gewesen und wir haben immer live geübt. Ja. Mit den Menschen, wo es drum gegangen ist, also ich hoffe, jeder weiß jetzt, was ich meine, aber das ist eigentlich auch nicht selbstverständlich, eben, dass sie mich nicht ausklingt, reinen Meditationen, in Retreats, wo ich abgeschottet bin, sondern ich spiele das Spiel Leben von der ersten Minute an. Und das ist, glaube ich, ja das, was so Spaß gemacht hat. Genau, weil wenn es keinen Spaß macht, dann kann man auch nicht 2 Jahre dranbleiben. Und vor allem, du hast tatsächlich herausgefunden, was dir wirklich Spaß macht. Das ist ja auch fantastisch gewesen, oder? Du hast gemerkt, was dir Spaß macht. Du hast es gemerkt, du hast es nicht überlegt, sondern du hast gemerkt, Mann, das macht mir Spaß. Das ist geil, so bin ich. Das mache ich. Und das ist ja so auch so ein riesengroßes Geschenk, weil viele Dinge, wo du dachtest, dass sie dir Spaß machen, machen dir gar keinen Spaß. Nein. Also von dem her stimmt es wirklich, ich bin ein anderer Mensch geworden, also mein wahres Ich, aber ich wollte am Anfang ganz andere Sachen und ich habe lange mit mir gehadert, weil mich begeistern ja so viele Sachen, mein Verstand hat gesagt, das ist falsch, du musst dich doch entscheiden. Nein, ich muss mich nicht entscheiden, das ist meine Stärke, dass mich so viele Sachen begeistern, die mich wirklich begeistern, dass ich so viele tolle Menschen dadurch kennenlerne, so viele verschiedene Erlebnisse und das muss ich aber erst mal lernen, als meine Stärke anzuerkennen, als mein Divine Design, dass das ja toll ist, wenn einen viel begeistert und wenn man dann merkt, es begeistert mich nicht, dass ich dann auch sagen kann, das war es halt jetzt nicht, ich will weiter, oder? Und wo ich gekommen bin, hat die ganz andere Interessen, weil ich gemeint habe, ich muss das so oder ich will das so, aber es hat mich nie begeistert. Und auch das, mein Privatleben, die Menschen in meinem Leben, meine Hobbys, es hat sich alles geändert. Neu. Alles neu, es ist wirklich alles neu. Also ich wohne im selben Körper, aber der Rest ist alles neu. Ja, und das ist so, so geil. Und aus meiner Sicht und mittlerweile auch aus deiner Sicht ist es einfach der Weg, dieses Package, es geht um mich in allen Lebensbereichen, es geht immer nur um mich. Ich brauche auch keine Strategie oder ich brauche auch keine, Schritt-für-Schritt-Anleitung, sondern ich
brauche dieses Prinzip und ich muss es verinnerlichen, lernen, verkörpern, immer mehr und mehr. Und es ist immer dasselbe Prinzip. Ja. Es ist ein einziges Prinzip, das ich lerne und nicht 100.000. Man sieht es so oft bei Coaches, dann springen sie auf den Zug auf und dann machen sie das und dann machen sie hier eine Ausbildung und dann kommt Schamanismus und dann kommt, keine Ahnung, Access Consciousness und dann kommt Hypnose und alles Zeug. Und all diese Sachen haben eigentlich das Prinzip zugrunde. Aber das Prinzip lehrt niemand. Ja, da, also ich habe ja viel probiert. Also mit, keine Ahnung, Räucherstäbchen, Tarot. Keine Ahnung, klar, wenn ich immer mein Outpush, klar haben wir dir auch gesagt, da hakt es bei dir. Aber ich habe nicht verstanden, wieso. Und ich bin auch der Meinung, du kannst nur dein Leben aktiv gestalten, wenn ich weiß, warum ist das so? Wie funktioniert das Gesetz? Warum ist das so? Ah, Energie, okay, Outpush, das. Ah, mein Verstand denkt gerade falsch. Ah, wenn ich im Außen anders handle, auch wenn ich mit einem Lachen in die Arbeit gehe und denke, ich bin scheiße. Warum reflektieren wir alle scheiße, wenn ich doch lache? Ich bin doch freundlich und ich mach's doch alles und ich bin doch so nett. Ich mach doch alles, ich bin lieb und nett und trotzdem werde ich wie ein Fußabtreter behandelt. Aber warum ist das so? Und nur dann kann der Verstand sagen, deshalb und erst dann kann ich den füttern mit diesen neuen Annahmen. Und das braucht Zeit, weil der kommt immer wieder, der kommt ja heute nur, weil ich jetzt erkenne ihn und jetzt kann ich ihn managen. Ich weiß nicht, wie viele Videos von dir anfangen mit. Und jetzt habe ich es wieder besser verstanden. Ja, also es ist wirklich so und ich denke mal. Jedes Mal ein Level up und ein tieferes Verständnis, eine festere Klarheit und dann hast du immer schon gelacht, ich habe es so geliebt und dann hast du gesagt, ja, ich weiß schon, aber jetzt habe ich es wirklich noch mal besser verstanden. Ich weiß, ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass ich es verstanden habe, aber jetzt habe ich es wirklich noch mal besser verstanden. Ja. Und genauso geht es halt. Genau so geht es. Also erst verstehe ich die Funktion, aber dann verstehe ich, was bedeutet das, an was liegt es denn? Und ich hatte immer so eine Freude, wenn ich wieder mehr verstanden habe, ja. Ja, und dann hast du selber schon gelacht, wenn du gewusst hast, jetzt habe ich gesagt, jetzt habe ich es wieder besser verstanden, aber ich habe es tatsächlich jedes Mal besser verstanden. Ja, am Anfang musste ich echt schon lachen, weil ich dachte, hey, du hast doch gestern gesagt, jetzt habe ich es verstanden. Und das ist eben auch dieses Wichtige, dass man weiß, das ist tatsächlich eine Reise und du wirst wahrscheinlich dir selber und in deinem Leben immer wieder sagen, wow. Und so geht es mir auch. Jeden Tag verstehe ich was besser. Jeden Tag. Deswegen ist es so einfach für mich, Content zu machen. Deswegen ist es so einfach für mich, Videos zu machen. Deswegen ist es so einfach für mich, was zu sagen, weil ich jeden Tag neue Aspekte beantworten kann, weil es so viel gibt, weil es wie ein riesengroßer Blumenstrauß ist. Und wenn man das einmal verstanden hat, kann man immer während drüber reden. Da muss ich nicht überlegen, was für ein Content brauche ich. Ich bin Content. Ich bin voll mit Content. Ich kann Tag und Nacht über dieses Prinzip reden. Aus verschiedenen Themen, aus verschiedenen Facetten, aus verschiedenen Problematiken. An Content kann es mir gar nicht. Kann es mir gar nicht fehlen? Also ich habe mal da wieder gedacht, heute habe ich auch noch mehr Rätsel von mir gelöst, wo ich denke, ja, jetzt habe ich es wieder klarer. Ja, warum triggert mich das unterschwellig immer wieder? Und heute habe ich es gelöst und ich freue mich da und das wird mir Ende nehmen. Und ich sage auch, ich werde auch wieder mal ein Coaching buchen. Also, nein, weil ich will nicht stehen bleiben. Also, und ich glaube, das macht ja das aus, wenn man sie mitteilt, wenn man sie versucht weiterzuentwickeln, sie hintrimmt, oder? Und dann findet man wieder einen und dann wird es immer mehr. Aber allein, wenn ihr jetzt ganz allein diesen Weg gehen müsst, es macht ja keinen Spaß. Nur könntest du niemals in ein Coaching einsteigen oder in einen Kurs oder in ein Programm, wo man dir sagt, im Außen
hat irgendwas Einfluss auf dich? Nein, gar nicht. Also. Wenn irgendeiner sagt, keine Ahnung, was weiß ich, da sind irgendwelche Sachen und irgendwelche Strategien und irgendetwas funktioniert nicht da draußen und deswegen musst du dich verändern. Also weil du das jetzt sagst, finde ich jetzt so spannend, mir hat nämlich ein Kollege ein Buch empfohlen, also ich nenne jetzt den Titel nicht, weil ich gesagt habe, ich will einmal ein Buch über meine Geschichte schreiben und der Typ, der hat ein Buch über die Geschichte, also hat er mir empfohlen und auf der ersten Seite habe ich schon weggelegt, habe dem geschrieben, das ist nicht meins, kriegst wieder zurück. Also reizt mich nicht, weil ich muss jetzt nicht, also ich weiß gar nicht mehr, es ging ja auch los, ja, ich bin irgendwie ein Opfer geworden und dann muss ich mich erst im Opfer da rauswühlen und das Außen und das und der Umstand und der Umstand und das interessiert mich nicht, oder? Und ja, und dann, früher hätte ich mir das eine Woche gehalten und hätte dann gesagt, ja, war schon gut. Nein, es ist ein völliger Bullshit, das habe ich dir mal da drin dem geschrieben, ist ein Bullshit, was da drin steht. Ich lebe mein Leben anders, mein Lebensprinzip ist anders, ich habe das anders gelernt. Ich lese das gar nicht. Und da hast du ja einmal gesagt, du bist eine, die einen Kinofilm immer bis zum Schluss geschaut. Ja, so eine war ich früher. Egal wie dumm der Film war, jetzt steige ich aus, sobald es mir nicht gefällt. Und es ist wirklich, glaube ich, schwierig, dass man einen Coach findet, der es so lehrt wie du. Also jetzt auch mein Dank an dich für die 2 Jahre. Ich wäre nicht da halt ohne dich, auch nicht ohne den Pusher, nicht 1000 Erklärungen, ohne deine Begleitung, vor allem in die schweren Phasen, aber auch nicht da, wo es lustig und leicht war, wo du uns nicht immer weiter pusht hast, oder? Also wir sind eigentlich nie stillgestanden, sondern es ist immer weitergegangen und ja, für mich bist du der beste Coach, der es so lehrt. Ja, und für mich bist du die beste Coachin, die meine, was heißt meine, es ist ja nicht meine Lehre, es ist das Prinzip des Lebens, um Gottes Himmels Willen, das habe ja ich nicht erfunden. Also es funktioniert einfach so und ich habe einfach, denke ich mal, eine Art und Weise gefunden, das in, zu erklären und in den Verstand reinzubringen, dass er das schluckt und frisst und habe die Gabe, das tatsächlich jedem so zu sagen, dass er das verstehen kann. Und jetzt geht es halt wirklich drum, du hast ja jetzt auch schon Menschen begleitet mit großartigem Erfolg, wo ich einfach sagen muss, hier wird eine Riesenwelle starten, weil es ist das Einzige, es ist das Aber-Einzige, was wirklich, wirklich funktioniert. Ja. Und im deutschsprachigen Raum gibt es außer uns niemanden, der das wirklich so bedingungslos und so klar und so, es ist ein Prinzip. Wenn ja. Es ein Prinzip ist, kann es keine Ausnahmen geben. Das ist einfach so. Und es ist eine Wahrheit quasi, die man erkennen darf. Und wenn man sie erkannt hat, geht es darum, dass ich mich 100%ig danach richte. Ja, stur. Und stur, ja genau, stur. Und das ist natürlich etwas, wo wir sturen Menschen dann nachher ernten dürfen, wenn wir stur sind. Und du hast ganz oft gesagt, ich will das aber haben. Und dann haben sie gesagt, ja, das kannst du, aber so nicht. Dann sag mir, was ich tun soll. Und das ist diese Sturheit, das ist dieses Festbeißen, aber das Festbeißen an der Lösung und nicht am Problem. Ja. Das ist das A und O. Festbeißen ist richtig klasse. Nur bevor ich das verstanden habe, beiße ich mich eben in der Problematik fest. Das war sicher die erste Zeit das Problem. Also in der Foundation, denke ich mal, da war, also ihr redet jetzt nur für mich, da bist du einfach nur fest bis zu einem Problem. Und ich glaube, das ist halt der Weg.
Ich muss ja erstmal verstehen, ich bin das Problem, nicht der andere. Und das gefällt mir natürlich nicht. Und ich meine, dann fange ich mal an, dass ich da auspacke. Dann kriege ich die ersten Ansätze an, was das wirklich liegt. Dann muss ich die verarbeiten. Also es ist ja der normale Weg. Aber wenn ich mich dann festbeiße an dem, was ich will, dann geht es ja bergauf. Jeden Tag. Es Jeden geht Tag. Dann bergauf. Und ich brauche halt einen Menschen, dem ich vertraue. Und ich hatte ja ein paar Übungen. Ich habe es einfach durchgezogen. Weil ich dir halt vertraut habe. Ich habe mir gedacht, okay, ich mache das jetzt. Eben, aber das ist halt auch wichtig, dass ich zu dem, wo ich mein Coaching mache, Vertrauen habe. Dass ich dem vertraue, dass ich weiß, der will nur das Beste für mich. Und dann mache ich das einfach. Dann muss ich bereit sein, dass ich es einfach mache. So ist es. So ist es. Und ich kann nur eins sagen, Andrea, dein Business wird durch die Decke gehen. Das ist klar. Wir haben, glaube ich, am Anfang, wo wir das erste VIP-Wochenende hatten, auch so eine kleine Vision gehabt für dich geschäftlich. Ja. Wo das hingeht. Ich glaube, du bist dort. Ja, bin jetzt wirklich da. Das erste VIP-Wochenende, also da habe ich eigentlich das erste Mal aus der Seele gesprochen, was will ich wirklich. Also ich weiß noch, als wir da oben am Berg waren, oder? Es hat nur noch gematcht, ja, das will ich eigentlich wirklich, oder das war so ein Öffner. Und ja, jetzt 1,5 Jahre später, es gestaltet sich so. Also es ist eigentlich, ja, der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn, aber ich weiß nur, da oben am Berg, es hat sich auf einmal geöffnet, ja, das hätte ich gern so. Da will ich leben, das will ich noch haben. Und das war wirklich so, da ist mein Herz aufgegangen, mein der Panzer kurzzeitig weg gewesen, wo es geflossen ist. Und genau das ist mir aber jetzt immer nur wichtig. Oder also wenn ich mich öffne, es ist nie was Falsches drin. Ich muss nur offen lassen und darf es nicht wieder einsperren. Ja, und diese ganzen Ängste, die dann halt hochkommen, immer wieder unterwegs, die kommen und das ist ganz normal und die werden auch immer wieder kommen. Aber das Wichtige ist halt, dass ich ein Management habe, dass ja. Ich eben da nicht irgendwie wieder in Panik oder in einen alten Modus komme, sondern dass ich das erkenne, ja, und dass ich dann ein Management habe. Und sag ich mal, Angst durch mich durchfließen zu lassen, das ist ein Viertelmanagement. Ja. Das ist ein Viertelmanagement. Das heißt, ich gebe den Widerstand auf. Okay, das ist gut. Aber dann geht es weiter. Dann muss ich wissen, wer ich bin. Dann muss ich wissen, wie es funktioniert. Dann muss ich mich an all diese Sachen erinnern, um nachher wieder in meine Kraft zu kommen und in die Realität zu kommen, in der ich wirklich leben will. Und deswegen sind so die meisten Spiri-Ratschläge, die sind nicht falsch. Aber sie sind einfach nicht ausreichend. Sie sind einfach viel zu wenig, um tatsächlich eine Transformation zu machen. Sie sind viel, viel zu wenig, um wirklich diesen Shift zu machen in diese Divine Design Personality, die nachher in ihrer Divine Design Reality lebt. Ja, weil das war auch noch so spannend, oder? Ich habe im Ultramind ja nur gesagt, ich führe ganz andere Gespräche mit Menschen. Das war für mich echt dieses tolle Erlebnis, weil ich jetzt eine andere bin. Oder? Dass ich bin jetzt eine andere in einer anderen Realität oder wie immer, dass man es beschreiben will, im Divine Design. Und logisch, das hat mir am Anfang irgendwie so ein bisschen, ich fand es komisch, weil ich habe mit Menschen, wo ich kannte, ganz andere Gespräche geführt über Business. Eben, was ist Divine Design? Was ist das? Wie drückt sich das aus? Menschen sind zu mir gekommen, ja, warum ist dann der eine krank und der nicht? Und irgendwann habe ich mir gedacht, so, hä? Warum reden die auf einmal mit mir über das? Und dann ist mir klar geworden, ja, weil ich diesen Switch komplett gemacht habe. Ich bin jetzt die, wo weiß, wie es geht, die es in die Welt tragen will, war unser letztes Ultramind, was will ich bewirken, oder? Und ich habe gesagt, ich will ein Geschenk für die Welt sein, ich will das in die Welt tragen. Und dann sind die Menschen auf mich zukommen
und haben mit mir diese Gespräche geführt. Und dann muss aber ich wieder verstehen, ja klar, ich bin ja jetzt, also es darf, ich muss dann auch empfangen und sagen, jawohl, es ist jetzt eine andere Identität, mir werden neue Situationen begegnen, andere Menschen, andere Situationen, aber das ist ja das, was ich will. Und das war am Anfang noch komisch. So, ja? Und dann, ja, ich habe es geschafft. Oder ich bin jetzt die, wo es auch verkörpert, die, wo sie traut, dass sie es in die Welt trägt. Und dann gestaltet sie meine Welt komplett anders mit dieselben Menschen, mit neuen Menschen. Manche sind nicht mehr dabei. Aber es ist higher level, next level auf einer anderen Ebene. Und es gibt niemanden mehr, der dich nicht versteht. Ja. Niemand es ist mehr. Tatsächlich so. Niemand mehr, der dich nicht versteht. Niemand mehr, der sagt so ein Blödsinn, so ein flotter Blödsinn. Niemand mehr, der irgendwie Kritik oder Ablehnung hat. Niemand mehr. Nein. Und Menschen, wo du früher geschworen hättest, mit denen du niemals solche Gespräche haben kannst, so einen Austausch haben kannst, die wissen jetzt plötzlich Bescheid. Und die interessieren sich dafür, ja. Die sagen, ja, stimmt, es passiert im Kopf, in mir, nicht im Außen. Die interessieren sich für Techniken, die hinterfragen Situationen, was ist deine Meinung, warum gibt es das und das? Und weil ich denen erstens auch die Rolle gebe und weil ich einfach anders bin. Ja. Weil ich bin, wo hinter dem steht, wo überzeugt ist, dass es nur so geht, dass jeder alles haben kann, limitlos. Also das Limitlos ist für mich auch so wichtig, weil es ist wirklich alles möglich, wenn ich es mir denken traue oder vorstellen kann. Und dann muss sie bleiben und dann gestalten sie bekannte Menschen im Divine Design, ja. Und das ist der Beweis, es geht nur so. Und bei den anderen spirituellen Techniken, klar, switche ich vielleicht mal kurz in einen anderen Zustand, aber wenn ich das nicht bin, wenn ich jetzt gerade in der Vorstellung switche, klar zeigt sie das, weil das ist ja auch das Gesetz, was ich mir vorstelle, reflektiert, aber ich werde nie dort bleiben, wenn ich nicht komplett gehe, springe und verstehe, wie manage ich in alle Bereiche. Und das Geilste ist eben jetzt auch, du hast ein Komplett-Package erkannt in dir. Mhm. Gar nichts muss anders sein, gar nichts ist falsch. Es ist alles wunderbar. Jeder Aspekt, jede Facette zu dir passt zusammen, geht ein wunderschönes Puzzle, ergibt dein Business und es passt alles zusammen. Es ist nicht, das muss weg oder das kann nicht mehr sein und das brauche ich nicht mehr, sondern es ist nur noch eine wunderschöne Blume, die absolut perfekt zusammenpasst. Ja, es hat sich zusammengefügt. Zu der Blume, wo jeder passt, wo jeder weiter wachsen kann. Harmonisch, oder? Nicht im Widerstand oder im Gegensatz, sondern miteinander haben sie ja die Blüten, passen alle zum Stamm, oder? Ja, und ich meine, jetzt hast du ja wirklich, dein Business-Konzept hat sich aus dir ergeben, nicht aus irgendeiner Logik, nicht aus irgendetwas, sondern du bist das. Du bist die Lady, die weiß, was sie will und sie und das liefern kann. Und sag mal kurz dein Business-Konzept, was kriege ich bei dir? Ja, bei mir kriegst du alles. Na, also ich meine, mir ist mein Business, mein Good Life enorm wichtig. Also reduziere mein Arbeitspensum im Angestelltenverhältnis schon mal auf 60%, dass ich richtig, richtig Zeit habe. Und dann gibt es richtig coole Gruppenkurse. Es gibt hautnahe Begleitung. Es gibt absolut wahnsinnig tolle Erlebnisse. Es ist einfach die totale Faszination, weil ich einfach jetzt, deshalb startet es auch jetzt erst wieder, weil ich jetzt gnadenlos davon überzeugt bin und es ist für jeden was dabei. Also ich habe da so tolle Ideen, die gehen jetzt dann live. Und die alte Symbiose mit deinem Finanzwissen zusammen gepaart? Ich habe es gepaart, ja, also ich will erstmal Good Life Power wird das heißen, da geht es wirklich um mich, um my Power, Selbstliebe, Self-Talk, Self-Konzept, Business oder Verkauf, was ist ein Berater oder was steckt da dahinter
Und eben dann noch meine zweite Leidenschaft, Finance. Mich begeistert das Thema Finance, Banking schon immer. Gibt es dann sicher noch Good Life Money draus. Und das fügt sie wiederum zu diesem ganzen Konzept, weil es ja alles betrifft. Ich will ja Good Life Live, wo es Live-Events gibt, weil für mich das so wichtig war, dass ich es erleben kann live. Oder mit dir, die VIP-Tage, die waren ja auch nochmal so Zündungserlebnisse oder wo ich das Erleben anfassen kann, es ist alles da. Und wiederum das ganze Konzept hat sich jetzt in meine Stelle in der Bank, weil auch da kann ich das alles nutzen, auch da kann ich Menschen bereichern und so ist das jetzt eine riesengroße Blume geworden, die wo Hand in Hand geht. Es ist nicht mehr, ich bin angestellt, da darf ich das nicht, in meinem Business darf ich das nicht, oder Interessenskonflikt, wo ich mir selber am Anfang auferlegt habe, das gab es nie. Es war alles weg, weil ich das gar nicht mehr gesehen habe. Und jetzt ist wirklich passiert, das ist verschmolzen. Und ich fühle mich jetzt nicht mehr. Keine Interessenskonflikte, das müsst ihr euch mal reinziehen. Zwischen angestellt und eigenem Business, es gibt keine Interessenskonflikte. Das ist wow. Ja, das aber warum ist es so? Weil es so gemacht worden ist, weil es sonst nicht geht. Ja, weil ich habe mir so oft im Kreis dreht, wie soll das gehen, wie sage ich das, wie sage ich das. Und irgendwann ist ja das kapituliert. Das ist beides mein Passion, das Divine Design, Good Life und aber auch Banking. Das hat mich auch immer begeistert. Und irgendwann habe ich beschlossen, das muss miteinander gehen. Und das hat die Bank auch noch nie erlebt, oder? Aber da sind jetzt die Samen. Aber logisch, jetzt im Nachhinein geht es miteinander, weil es bist ja du. Ja, das bin ich. Und irgendwann habe ich dann in der Bank mal so tolle Ideen gehabt für Events und das. Und dann habe ich mir gedacht, ah, das ist mein Unternehmen. Logisch. Da werde ich halt jetzt zahlt für meine Arbeit. Aber wer dich letztendlich zahlt, ist ja wohl. Ja, und das ist ja eigentlich auch so der Wahnsinn, weil für mich ist das jetzt alles my company. Mit dem Mental Coaching, mit Finance, mit einem Kooperationspartner, im Moment meinem Arbeitgeber. Aber ich sehe das alles als meins. Und das war der Booster, dass ich mir hinstellen kann und sage, das will ich. Ich sehe meinen Wert, das sind meine Konditionen, so will ich das haben. Weil es muss beides gehen, oder? Und es muss für mich beides wachsen. Es kann nicht eine Sparte stillstehen und die andere wächst. Das ganze Ding muss... Geht da auch nicht, weil ich bin das ja, ich bin mein Business. Ich bin mein Business und ich wachse immer weiter in die Unendlichkeit. Also muss es so sein, oder? Und ich sage, wie es ist. Und das sind... Ich weiß, es ist so groß, ja? Es ist so groß. Und vielleicht denkt auch der ein oder andere, wo das jetzt hier hört, das ist ja übergeschmackt. Ja, ist es. Es ist, ja, das muss man wahr sagen, ja, ich bin übergeschnappt, aber ich will das so, ich will das so haben. Und am Anfang. Alles andere wäre unbefriedigend. Ja, und ich will das außergewöhnlich, dass den Wahnsinn in Bayern sagt man oft, das ist der Wahnsinn, oder? Aber ja, den will ich ja, oder? Weil nur das bringt Welt weiter, das bringt mich weiter. Ich bringe meine Bank weiter, ich bringe mein Business weiter, ich bringe die Menschen weiter. Und das ist das, wo ich aufgehe, wo ich immer unterdrückt habe. Aber ich bin der Wahnsinn, oder? Und ich will das ja, ich will mich ausdrücken, ich habe tolle Ideen und ich will die in die Welt bringen. Und wenn man das... Wenn da nur ein bisschen eine Unterdrückung drin ist, wenn da nur ein bisschen eine Unterdrückung heißt eben auch ein bisschen Zweifel. Und wenn da wieder nur ein bisschen Zweifel ist, dann... Ist die Energie nicht da, dann läuft nichts, dann habe ich meine Power nicht, dann kann ich nicht umsetzen. Und ich muss wirklich einfach nur dafür sorgen, dass ich aufhöre, so klein, scheißig zu denken. Ja, und jeder so, wird mir folgen, also wenn ich dahinter stehe. Genau, und da gibt es keinen Zweifel und da gibt es gar nichts. Und das Einzige, was wirklich immer schmerzt, ist das zu Kleine. Ja. Das Eingeschränkte, das Unterdrückte in einem Universum, wo es keine Grenzen gibt,
mir Grenzen zu setzen, ist doch klar, dass das weh macht. Ist doch logisch. Wenn ich mir einen Panzer anziehe, obwohl es gar keinen braucht und ich mich ausdehnen kann in die Unendlichkeit, ist doch klar, dass ich Schmerzen habe. Und das ist ja vielleicht auch nochmal zum Abschluss, das ist ja auch so ein tolles Thema, wir können ja 100 Stunden weiterreden. Ja, gerne. Diese Sache mit dem Schmerz, oder? Es war ja auch für dich eine riesen Transformation. Ja. Schmerz. Diese Schmerzen, das sind diese Schmerzen der Einschränkung, der Unterdrückung, der Lüge, die mich immer noch Schmerzen haben lassen, sei es körperlich, sei es emotional, sei es, was gibt es noch? Schmerzen. Im Außen, oder wo ich Schmerz sehe, ich hatte am Anfang auch das Problem, dass ich bei anderen Schmerzen gesehen habe, wo, also Schmerz hat mich auch sehr lange begleitet, aber es war nur, weil ich mich selber unterdrückt habe. Ich habe mich für falsch gehalten. Ich habe mich für falsch gehalten, weil ich eigentlich nie zufrieden war, weil ich immer mehr wollte, aber mich eingesperrt habe. Das war damals mein eigener Schmerz, wo ich nicht mehr gehen konnte. Dann habe ich in meiner Mama oft Schmerzen gesehen. Das war nur mein eigener emotionaler Schmerz, der still und leise permanent da war. Das hat mich nur begleitet. Und ja, der Schmerz, wo ich vielleicht bei anderen sehe, oder dass ich da sind, die Wein, die sein erheben kann. Das waren eigentlich so meine drei Schmerzthemen, mein eigener. Wobei ich den eigentlich gar nicht mehr so gehabt habe, als ich zu dir komme, außer meine Schübe. dann meine Mama war ganz oft krank, hat Schmerzen gehabt, war für mich der wichtigste Output. Also hat es mich am meisten getroffen, oder? Am meisten getroffen. Wenn sie Schmerzen gehabt hat, ist es auch in mir entstanden. Es waren unterschwellige Schmerzen, die in mir gelodert haben wie ein Feuer, oder? Die, wo sie einfach im Außen gezeigt haben. Und ja, das Leid auf der Welt, oder? Haben wir auch oft drüber gesprochen, wie kann ich das ins Divine Design erheben? Es gibt so viele tolle Geschichten. Also ich meine, das muss tatsächlich im Buch geschrieben werden von dir. Über all diese Geschichten, wo du wirklich über dich herausgewachsen bist. Ich meine, du wirst sie dann teilen, mehr und mehr jetzt, wenn du Zeit hast, auch auf deinem Social Media. Ich meine, Geschichten, wie du den Tod deines Vaters aufgearbeitet hast und wie du da über dich herausgewachsen bist, wie du Impulsen gefolgt bist und alleine an Orte gefahren bist und dich wirklich selber angeschaut hast und diese ganzen Transformationen, nichts bist du aus dem Weg gegangen, nichts, was unangenehm war. Du hast alles gefaced, weil du die Tools hattest und weil du wusstest, ich bin safe. Aber das gehört dazu. Das ist ja das Wichtigste, dass ich weiß, egal was ich mache, ich bin safe, ich habe jemanden, der, weil ich glaube, Gefahr ist groß, wenn ich es allein mache, wie jetzt Todesthemen, oder war ein ganz langes Thema, dass ich dann da unten bleibe. Wenn ich keinen habe, der sagt, hey, so geht der Weg raus, da steckt dahinter, dann ist Gefahr, dass ich in dem Raum bleibe. Und ich glaube, da entsteht dann auf das, dass jemand abrutschen kann, oder? Und wenn ich aber jemanden habe, wo ich weiß, der führt mich da raus, es kann nichts passieren, so ein Sicherungsnetz oder wie sagt man, ein Fallnetz, dann kann ich es aber facen, weil ich weiß, ich bin noch nicht allein. Es geht weiter. Ich habe so einen Schutzraum, wo ich mich nur um mich kümmern kann, egal was ich mache, egal was hochkommt. Es ist jemand da, der hält mir den Raum, der hält mich und der führt mich dann raus. Oder? Und das ist ja das Allerwichtigste, weil sonst face ich das ja nur mit Vorsicht, oder? Wo ich denke, oh, nicht, dass ich abrutsche, oh, nicht, dass das passiert. Wenn ich aber weiß, mir kann nichts passieren, eben wenn ein Vertrauen da ist, dann kann ich mich in der Zeit auch nur um mich kümmern, oder? Ja, und da hast du ja so tolle Erlebnisse gemacht. Viele haben wir zusammen gemacht. Ja. Und du hast aber auch alleine gegangen. Du bist alleine gegangen und da reingewachsen, um zu wissen, ja, das muss ich tun, das mache ich. Ja, eben, dass man seinem Impuls folgt. Der Impuls ist nie falsch. Und dass ich dann das Vertrauen habe, ich mache das jetzt einfach, ich überlege nicht, wieso mache das denn da. Der Impuls ist da, ich muss dort und dorthin, ich mache das.
das ist eben auch wichtig. Ja. Da komme ich weiter, da kann ich viel auflösen, auch wenn es oft nicht schön ist, aber wenn ich weiß, ich muss da hin, dann muss ich das machen, weil das sagt mir mein Divine Design, das sagt mir nie mein Verstand, geh da hin, der Verstand sagt eher, wieso, was willst du denn dort? Wenn ich in mir den Impuls habe, ich würde es immer machen, egal was. Ja, aber da musst du auch erstmal in dieses Standing kommen. Ja, auf alle Fälle, ja. Und dass es richtig ist. Und ich denke, jetzt machen wir hier Schluss. Es ist so viel noch zu erzählen und oh ja, du wirst so viel auch teilen und mitteilen. Eines auf alle Fälle. Stärken von der Andrea ist Geschichten erzählen. Und zwar die Geschichten, die wirklich richtig transformierend sind und nicht die Geschichten, die Angst machen und die irgendwie abschreckend sind, sondern wirklich die Geschichten, die ich haben will. Und da ist sie Weltmeisterin drin und ich freue mich auch schon auf, wenn du ein Programm machst über, so erzähle ich, Geschichten, die kreieren und manifestieren, ja, weil jede Geschichte manifestiert. Und wir haben leider Gottes oftmals Geschichten im Kopf, die halt uns nicht so gut gefallen und die manifestieren dann und dann sagen, wieso ist sie denn da? Und Geschichte erzählen ist ein riesengroßes, geniales Tool. Das wird auch in meinen Coachings immer mehr und immer wichtiger, weil letztendlich ist da nichts außer eine Geschichte. Ja. Da ist nichts außer eine Geschichte. Wir sind Geschichten und wir erzählen uns gegenseitig Geschichten und die manifestieren sich im Außen. Ein riesengroßes Geschichtsbuch, ein Film unseres Lebens und der darf so geil sein. Und in diesem Sinne würde ich sagen, erstmal vielen Dank, Andrea. Danke dir.